Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 2019 mit dem nächsten Grand Prix heute auf dem Suzuka International Racing Course. Was für ein langer Name. Wir fahren in Japan, wie ihr unschwer erkennen könnt am Namen. Eine Strecke, die mir ehrlich gesagt, nachdem ich im Training gefahren bin, auch nicht so gut liegt. Sehr, sehr kurvenreich. Nur eine DRS-Zone, diese lange Start-Ziel-Gerade. Aber wir nehmen es so hin, wie es ist. Wir müssen sie ja so fahren, wie sie ist, müssen die anderen auch. Und deswegen rein ins Blitzqualifying. Das Gute ist, dass die Strecke trocken ist und dass wir alle Komponenten heile zur Verfügung haben. Und jetzt mal schauen, was wir aus dieser einen Blitzqualifying-Runde hier rauskriegen. Das letzte Rennen haben wir ja gewonnen in Sochi, überraschenderweise muss ich sagen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Japan wird dagegen eher schwierig werden, glaube ich. Vor allem am Anfang hier diese links, rechts... Und nochmal links und rechts Schikane, das hat bestimmt auch einen ganz bestimmten Namen, aber genau wie die anderen Namen, die ich nicht weiß, weiß ich auch leider diesen Abschnitt leider nicht mit Namen. Aber gut, ihr werdet es wissen, wenn ihr es schaut, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Hier muss man auch sehr vorsichtig sein. Wenn man hier die Curbs nämlich zu streng nimmt, dann landet man auch ganz schnell mal im Kiesbett. Ist mir im Training auch einige Male passiert. Hier hole ich eigentlich gefühlt immer ein paar Sekunden auf, war im Training schon so. Bei dieser Streckenakklimatisierung und Reifenmanagement und Benzinmanagement habe ich hier immer ein bisschen Zeit dann aufgeholt. Schauen wir mal, wie sich das im Rennen darlegt. Diese Kurve hier schön und schnell nehmen. Ist eigentlich auch kein Problem. Wir sind momentan wieder Neunter. Das ist in der letzten Zeit so unsere Standardposition im Blitzqualifying. Vorne, da kommen wir natürlich nicht ran. Da müssen wir zur Not das Team wechseln. Der Bolide setzt einige Male hinten auf die Straße wieder auf den Asphalt, deswegen knirscht das so. So, 11. Platz momentan und so bleibt's auch. 11. Platz, das ist okay. Wir sind weiter hinten, als uns lieb ist, aber mach dir deshalb keinen Kopf. Ah, alles gut. Du weißt, dass wir morgen noch mehr Spaß haben werden. Sofern wir im Rennen die Plätze vorne wieder aufholen, ist doch alles gut, finde ich. Einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Leclerc und Sebastian Vettel. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Vorne Hamilton, Leclerc und Vettel, die trennen alle nur eine Hundertstel. Ne? Ich glaube, das ist auch eine Hundertstel, ja. Würde ich jetzt einfach so sagen. Oder eine Zehntel. Nee, das ist ja eine Hundert. Unser Teamkollege Siebter ist auch immer gut fürs... Team, wenn der Lando auch immer weiter vorne steht und wir starten vom 11. Platz, das ist im Mittelfeld, alles gut. Starten wir rein und gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Und wir sind sogar auf Position 10 vorgesetzt worden. Also hat wieder irgendeiner Mist gebaut im Blitzqualifying, sodass wir wieder davon profitieren. Das ist aber eigentlich ganz gut. Jetzt gilt es halt wieder, welche Strategie nehmen wir denn? Die obere oder die untere, bleiben wir länger draußen, holen uns dann die harten für die letzten drei Runden, fangen wir mit Mediums an, das ist immer so ein Ding. Ich würde aber trotzdem die erste Strategie nehmen, die ist mir so ein bisschen sicherer, muss ich sagen. Ich fahre mit den harten Reifen auch gerne, gar keine Frage, aber ich vertraue mal der ersten Strategie. Deswegen, bei bedecktem Wetter gehen wir rein ins, ich glaube, 18. Rennen diese Saison. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr freut euch. Und los geht's. Von Position 10 weg. Natürlich erstmal wieder alle an uns vorbei. Sebastian Vettel ist auch ganz hinten gestartet. Der will natürlich jetzt so schnell wie es geht nach vorne. Ja, ja, ja. Und dann werden wir von hinten wieder schön gedreht. Beziehungsweise schön gedotzt. Gucken mal, ob ich gerade einen Schaden bekommen habe. Weil irgendwas ist gerade geflogen. Irgendwas ist gerade geflogen. Irgendein Frontflügel, aber nicht meiner. Vielleicht war ja diesmal ein anderer schuld. Und hat jetzt einen Frontflügel weniger. Sieht nach Hülkenberg aus. Oder Hülkenberg, dem fehlt doch vorne irgendwas. Oder ist das so bei seinem Auto? Es sieht so aus, als würde bei Hülkenberg irgendwas fehlen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. So, leider 5 Plätze verloren am Start. Das muss echt zur zweiten Saison, muss ich das irgendwie üben. Wirklich. Ich muss das zur zweiten Saison echt manuell mal üben. Wir müssen wieder auf die richtige Spur kommen. Und ich muss vor allem das manuelle Starten üben. So, jetzt haben wir doch schon mal... 2 Plätze wieder gut gemacht. Vorbei an Giovinazzi und Russell. Raikön jetzt vor uns. Aber dass Vettel wirklich so weit hinten gestartet ist, das wundert mich. Hat er dann auch eine Strafe gekriegt oder ist er einfach schlecht gefahren? Schade, dass man das nie rausfindet. Aber wir sind so, ja, im mittleren Feld. Ist auch alles sehr eng zusammen. Wie gesagt, diese
eine DRS-Zone auf Start und Ziel. Mehr gibt es hier nicht, weil es ist sehr kurvenreich. Würde mich nicht wundern, wenn das die kurvenreichste Strecke im Formel 1 Rennkalender ist. Und Vettel, der macht das genau richtig. Stück für Stück arbeitet er sich nach vorne. Hamilton mit einer 1,33. Giovinazzi hinter uns, aber ich glaube, den müssten wir eigentlich locker wegstecken, oder? Wie ist das? Er kommt aber nah. Hier, da müssen wir richtig schön reinkommen in die Kurve. Bisschen später bremsen. Hier muss man eigentlich auch nicht so viel bremsen. Wenn man hier vom Gas geht im richtigen Moment, dann kann man eigentlich in die nächste Kurve mehr oder weniger reinfahren, ohne wirklich Gas wegnehmen zu müssen. So, und wenn wir die Kurve jetzt hier auch optimal nehmen, dann haben wir eine Chance, Räikkönen zu überholen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Und das verstehe ich auch nach wie vor nicht. Wenn wir den Motor erst vor 2-3 Rennen, also vor 4 Rennen, höchstens gewechselt haben, wie kann er denn jetzt schon wieder Verschleiß vor? Oder Verschleiß aufzeigen? Klar, dass wir den auch im Training beanspruchen und auch dann im Blitzqualifying, aber das finde ich auch zu heftig. Also für mein Empfinden ist das ein bisschen zu heftig. So, Räikkönen jetzt hinter uns, Weber, und es sprühen die Funken. Weil unser Bolide halt immer wieder aufsetzt auf den Asphalt. Das heißt, dass die Straßen sehr uneben sind. Ja, ist gut. Also Jeff, du musst das jetzt nicht alle 3 Minuten sagen, dass wir... Dass ein Verschleiß am Motor festzustellen ist. 61%, ey, wow. Das ist heftig, also das ist wirklich heftig. Heißt also auch für uns, oh, Räikkönen, gut gemacht. Leider, die Lücke gesehen, die Lücke genutzt und dann eiskalt vorbeigezogen. Und jetzt wird es wahrscheinlich gleich Giovinazzi genauso machen. Okay, wir sind jetzt in Runde 3, das DRS wurde aktiviert. Ah, das hat nicht geklappt. Gerade das, was ich versucht habe, Giovinazzi ein bisschen fernzuhalten. Das hat nicht geklappt und schon gibt's das Safety Car. Scheiße. Okay, aber es ist nichts passiert, oder? An meinem Auto zumindest nicht. Nee, außer dass der Motor halt Verschleiß hat. Ich wusste gar nicht, oder ich weiß gar nicht, ob ihr wusstet, dass unser Motor Verschleiß anzeigt. Aber Giovinazzi hat es jetzt, glaube ich, rausgehauen, oder? Okay, langsamer werden, langsamer werden. Hat er sich gerettet? Ich glaube, er hat sich gerettet. Da kann man doch mal auf Mager schalten. Das ist ja jetzt schon wieder... Super Start hier. Weißt du, da will man mal was versuchen, sich zu wehren gegen den anderen Fahrer und dann funktioniert das nicht. Gut, aber so sparen wir ein bisschen Benzin durch unsere Fahrweise, gar keine Frage. Virtuelle Safety-Car-Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. So, jetzt ist das DRS wieder aktiviert. Und jetzt dürfen wir wieder auf Renngeschwindigkeit schalten. Also, es sind noch alle Fahrer drinne. Niemanden hat es rausgehauen, auch Giovinazzi hat es überlebt. Und wir auch. Also wir standen ja echt quer. Ich habe gedacht, uns haut es jetzt wirklich raus, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Und bei dem Verbrennungsmotor muss ich echt gucken, ob man da irgendeine Komponente entwickeln muss, damit sich der nicht so schnell wieder verschleißt, weil das ist heftig. Also wirklich, das sind ja gerade mal 3 Rennen gewesen. Und schon ist er wieder auf 61%. Gut, also werden wir auch hier, denke ich, höchstens um den 10. Okay, Platz mitfahren. Zum Hintermann beträgt 2,1 Sekunden. Wenn sich nicht irgendwie noch was Überraschendes hier tut, falls nicht noch 3 Fahrer vor mir ausscheiden und irgendwie Motorschaden kriegen und ja. Wird Zeit, dass die Saison, Achtung, vorübergeht. Dass wir mal Zeit haben, uns Gedanken zu machen, ob wir bei McLaren bleiben wollen oder ob wir dann zu einem anderen Team dann in der zweiten Saison wechseln wollen. Wenn ich das dann auch im Livestream mal fahre. Naja, das sehen wir dann alles nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi. Jetzt will ich mich erstmal hier auf das Rennen konzentrieren. Wir haben nämlich wieder Anschluss gefunden. Aha, na jetzt kommt's, pass auf. Gut, bleiben wir doch länger draußen. Dann mache ich das einfach mal. Wir gehen also erst in Runde 9 rein, holen uns dann Mediums. Ob das jetzt ein Vorteil ist, keine Ahnung. Ich meine, wir müssen eh jetzt ein bisschen was riskieren. Ob wir es jetzt machen oder später.
Ich vertraue da meinen Leuten so gut wie es geht. Hier bremse ich immer ein bisschen vorher, weil ich weiß auch, wie das ausgeht, ne? Die Zweikämpfe haben wir des Öfteren schon gesehen. So. Hier fahre ich jetzt einfach vor Ricciardo rein, das ist mir egal. Da muss der auch mal Platz machen. Ich verstehe die KI nicht. Er fährt so aggressiv, das ist unglaublich. Der macht auch nicht mal einen Nanometer Platz gefühlt. Am liebsten würde ich jetzt einfach rechts hier reinrasen. Achtung. Gelbe Flagge, wen hat's da rausgehauen? Ja. Sieht nach Magnussen aus. Okay, alles klar. War wohl auch Magnussen, der die Kurve wohl nicht so gut genommen hat. Ja, passiert auch den anderen. Also nicht nur uns. Die anderen sind auch daran beteiligt. Aber gut, dann müssen wir halt auch ein bisschen aggressiver fahren. Dann müssen wir halt auch mal versuchen, nicht platt zu machen. Aber wir werden dann immer gleich so zur Seite gedrängt, weißt du? Die anderen Fahrer sind gefühlt wie eine Stahlmauer. Da kannst du ranfahren. Die kannst du zur Seite drängen. Oder halt so ein bisschen leichteren Zweikampf machen. Aber da scheint die gar nicht zu jucken. Und wenn die das dann mal gegen uns machen, dann sind wir gleich wie eine Feder. Ganz leicht bei der ersten Berührung sind wir dann weg. Das finde ich so ein bisschen unlogisch und ein bisschen unrealistisch. Vielleicht kommt das ja durch den neuen Balance-Patch, den sie, wie gesagt, rausgebracht haben. Schade. War hier nicht früher auch eine zweite DRS-Zone? Ich kann mich daran erinnern, dass hier eine zweite DRS-Zone auch war. Haben sie die jetzt rausgenommen? Weil nur die auf Start und Ziel ist ja ein bisschen lame. Na gut, was willst du machen? Wagen, Dots sitzen auf dem Asphalt auf. Da sehen wir, da sprühen die Funken. So, jetzt nächste Attacke an Ricciardo. Grosjean haben wir ein bisschen hinter uns gelassen. Immerhin. So, aber auch da können wir leider nicht dran, weil die anderen auch DRS haben. Es zieht sich. Es wird ein Geduldsrennen, bis wir auch überholen. Ich glaube, da müssen wir warten, bis die anderen in der Boxengasse sind. Wenn wir an den drei vorbeikommen würden, das wäre echt schon... Da hätten wir schon viel geschafft. Aber wie, ist die Frage. Die lassen uns ja natürlich auch keine Möglichkeiten, hier irgendwie vorbeizufahren. Ricciardo macht da innen zu. Jetzt müssen wir die Kurve ganz weit auf der Außen nehmen. Auch wieder zugemacht, weil da die Ideallinie ist. Also es ist schwer. Die Sonne kommt jetzt raus. Und oben in der... Oh, in der Kurve gleich, in der... Ich möchte sagen Haarnadel. Das ist auch ziemlich schwer, aber es ist nicht unmöglich. Und zwar so. Indem wir ein bisschen über den Rasen fahren, indem Russell und Ricciardo jetzt auch mal endlich zurückgezogen haben. Und das bringt uns auf den 13. Platz. Stück für Stück nach vorne. Und jetzt greifen wir Hülkenberg an. Achtung, natürlich nicht, wenn wir uns so drehen. Da gebe ich einfach zu schnell wieder Gas und dann will ich auch einfach zu viel. Guck mal gerade, was unser Motor hier macht. 63%, aber sonst... Ja, alle anderen Teile sind doch halbwegs gut noch. Sie sind noch halbwegs an dem Ball. Ricciardo ist an Russell vorbei. So, und wir haben schon etwa die Hälfte der Runde geschafft, der Strecke geschafft. Die ersten Fahrer sind schon in der Boxengasse. Und zwar sind das Leclerc und Hamilton, der die schnellste Runde auch hat. Wir sind erstmal an beiden vorbei. Achtung, Ricciardo versucht es ebenfalls, aber das schafft er nicht. Ne, jetzt mache ich diesmal zu. Kollege, da musst du... Oh, ne. Das ist ja unglaublich. Habt ihr das gesehen? Ich kriege jetzt eine Verwarnung, natürlich. Warum auch nicht? Ist ja mal was Neues, dass ich jetzt eine Verwarnung kriege, weil ich mir den Frontflügel angehauen habe. Also das verstehe ich nicht. Das ist... Genau das, was ich meine. Wenn ich mal was versuche, irgendwie eine Tür zuzumachen, dann misslingt mir das sofort. Ja, dann müssen wir jetzt schon in eine Boxengasse. Hilft nichts. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Tja. Damit ist das Rennen auch schon wieder vorbei. Für uns. Also nichts mit den Punkten. Was soll ich dazu sagen? Ohne Wort, ihr habt es gesehen. Ich bin ein bisschen weiter rechts gefahren. Und Ricciardo brettert natürlich mit 300 Sachen da an mir vorbei. Anstatt auch einfach mal zurückzuziehen und dann bis zur nächsten Möglichkeit zu warten. Nein. Und ich fahre nur auf 85, Leute. Wie fährt dann erst die KI auf 100 oder auf 110? Aber bei Ricciardo, da läuft das. Der hat auch den Frontflügel beschädigt. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Ja, ich bin auf dem Weg. Es geht nicht viel schneller, wenn du das 10-mal hintereinander schnell sagst, Jeff. Also,
Ja, an der KI müssten sie auch mal arbeiten. Boah, ey, selbst in diesen leichten Kurven funktioniert das nicht. Bremsen geht auch nur noch so halbwegs. Aber selbst Ricciardo mit... Ach so, der hat anscheinend keinen beschädigten Frontflügel. Nur wir natürlich wieder. Schade. Na gut, also brauchen wir wieder jetzt 30 Sekunden für den Boxenstopp. Das ist echt ärgerlich. Schade. Schade, schade, dass wir dadurch wieder zurückgeworfen werden im Feld. Komm, schneller, schneller, schneller. Los, fahr jetzt. 7 Sekunden der Boxenstopp. Das bringt uns natürlich auf den letzten Platz. Giovinazzi vor uns. Muss ja aber auch nicht unbedingt ein Vorteil oder beziehungsweise ein Nachteil sein, wenn die anderen noch rein müssen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, ich habe es eigentlich auch schon durch mit dem Rennen hier. Hier, also wirklich hier an dieser Stelle, da muss man doch mal sehen, dass man, da muss man einfach mal sein Hirn einschalten. Aber die KI macht das anscheinend nicht, dass man da nicht den Hauch einer Chance hat, vorbeizukommen. Ja, dann sollte uns Giovinazzi vorbeilassen, wenn er Probleme mit seinem Auto hat. Da müsste die KI auch mal imstande sein, oder? Mich dann vorbeizulassen. So wie jetzt zum Beispiel. Er macht aber nicht Platz. Lando kommt in die Boxengasse. Schaut euch das an. Er macht einfach nicht Platz. Er bleibt stur auf seiner Ideallinie. Das ist unglaublich. Oder vielleicht fahre ich einfach zu vorsichtig oder zu unerfahren. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt wieder zu viel draus mache. Auf jeden Fall sind jetzt ganz, ganz viele andere Fahrer an der Boxengasse. Und so schlecht scheint das Auto von Giovinazzi nicht zu sein, wenn er noch mit uns mithält. Also wenn ich Probleme hätte mit meinem Wagen, würde ich nicht so meinem Kontrahenten am Heck kleben. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Jawohl, habe ich gemacht. Habe ich auch festgestellt. Alles gut. So, biegen wir rein in Runde 9, beziehungsweise in die 10. Runde. Sainz, den Kollege von Giovinazzi, werden wir wahrscheinlich noch holen. Aber ansonsten glaube ich, sind die anderen auch durch mit ihren Boxenstops und wir werden das Rennen am anderen Ende des Feldes wieder beenden. Nach einem Zusammenstoß, wofür ich natürlich wieder bestraft wurde, oder beziehungsweise wofür ich eine Verwarnung gekriegt habe. Vielleicht ja Ricciardo auch. Ich denke mal auch, dass Ricciardo eine Verwarnung gekriegt hat. Der jetzt vor uns ist. Die beiden Alfa Romeos machen die letzten Plätze unter sich aus. Schade, ich hatte eigentlich Hoffnung, dass wir vom 11. Platz dann natürlich erstmal auf den 15. fallen. Ist unglücklich, das ist dem schlechten Start wieder mal geschuldet. Aber dann, während des Rennens, hätte ich mir echt erhofft, dass wir vorne uns wenigstens auf den 10. Platz fahren. Aber sollte wohl nicht so sein. Erleben wir also nach Sochi mal wieder ein etwas schlechteres Rennen, aber ich denke mal, das ist so durchschnittlich. Mein Vordermann hat auf Mediums umgestellt, aber Ricciardo war doch auch schon in der Box. Wie spät geben die mir denn die Anweisungen? Wie in Singapur. Ne, ich möchte euch nur daran erinnern, was in Singapur passiert ist. 10 Meter vor der Boxengasse sagt er mir, ja, wir haben eine alternative Strategie. Möchtest du die nehmen oder willst du weiterfahren? Zack. Ich war an der Boxengasse vorbei, da musste ich natürlich die andere Strategie nehmen. Der Abstand zum Auto beträgt 5,8 Sekunden. Weil, dass die Rennleitung bzw. Jeff nicht auf die Idee gekommen ist, mir das einfach mal 10 Sekunden vorher Bescheid zu sagen. Naja, Achtung, was will man machen? Die Curbs nicht so schnell nehmen, das kann man machen. Vielleicht wird ja alles besser, wenn wir das Team wechseln, wenn dann das Auto von Anfang an ein bisschen sicherer, ein bisschen stabiler, ein bisschen kompakter und ein bisschen schneller ist. Aber ich wollte das ja auch von Anfang an, ne? Erstmal ein Team nehmen, wo man sich erstmal zurechtfinden muss, wo man ein bisschen was zu entwickeln hat. Und dann kann man ja mal gucken in der zweiten Saison, ob man mal bei anderen Teams vorbeischaut und anklopft. Das sollte, denke ich, nicht das Problem sein. Nun gut, also. Das Positive ist auch wieder,
wenn wir irgendwas Positives rausheben wollen, dass ich das Rennen nicht völlig in Sand gesetzt habe. Ich hätte ja auch, ja, eine Disqualifikation provozieren können. Das wollte ich nicht. Habe ich auch nicht. 5 Sekunden Rückstand auf Ricciardo und vorne werden wir leider nicht mehr angreifen können. Denke mal, vor den beiden Alfa Romeos werden wir aber ins Ziel fahren, denke ich. Vor Sainz und Giovinazzi. Schade, wieder ein herber Rückschlag, nachdem wir so gut gefahren sind in Sochi, ne? Ist jetzt wieder so ein Kontrast drin. Das komplette Gegenteil. Leider. Da vorne sehen wir Ricciardo, beziehungsweise, oh, wir sind 17. Davor Russell, der anscheinend in der Boxengasse war. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, 17. Merkwürdige Strategie, was die haben. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sollten wir irgendwie hinkriegen. Schade, gut. Wir haben dann noch 4 Rennen. Ich glaube Mexiko, USA, Interlagos und Abu Dhabi. Da sollten wir nochmal zusehen, dass wir vielleicht 1-2 Mal noch in die Punkte fahren. Das ist so immer mein Ziel. Ob es dann klappt, hinterher ist die andere Frage. Nun gut. Vielleicht klappt es ja dafür nächste Saison umso besser. An einigen Stellen und auf einigen Strecken, das weiß man ja immer nicht. Vorne weiß ich gar nicht, da fährt ein einsamer AMG. Ich glaube Hamilton ist es. Aber unser Teamkollege wenigstens, der macht einen guten Job, der holt ein paar wichtige Punkte für unser Team. Das muss man auch mal so sehen, wenn er das jetzt noch hält, die letzten 2 Runden. So, auf geht's, biegen wir ein. 4,5 Sekunden auf Ricciardo, also wir nähern uns so langsam. Langsam Schrittes, Sainz hat 5 Sekunden Rückstand. Na, immerhin, auch wieder was Gutes. Schauen wir nochmal kurz, wie es uns um unseren Motor steht, 65% Verbrennungsmotor. Ja, der muss auf jeden Fall nochmal ausgewechselt werden. Und dann, wie gesagt, sehen wir zu, dass die Saison vorbeigeht. Dass wir nächste Saison neu angreifen können. Mit weniger Problemen, hoffe ich. Und mit ein paar besseren Ergebnissen. Aber das ist ja immer so, wenn man zu einem besseren Team wechselt, da ist man dann automatisch gleich nicht besser, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber man hat dann halt ein besseres Fahrzeug, das schon ein bisschen weiter ist vielleicht als hier unser Bolide. Aber es ist natürlich immer blöd, wenn du so die Hälfte des Rennens so gegen niemanden fährst, wenn du nur für dich fährst. Dieser Zusammenprall mit Ricciardo, wenn der nicht gewesen wäre, ich glaube, vielleicht hätten wir uns vorne ranrobben können. Dann hat uns natürlich auch die Reparatur wieder Zeit gekostet. Unnötig, aber das ist halt bei mir so. Jeder Formel 1 Fahrer zeichnet sich ja durch irgendetwas Besonderes aus und bei mir ist es halt der kaputte Frontflügel, Rennen für Rennen. Oder die nimmermüden Komponenten. So, jetzt gehen wir ab in die letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Robert Kubica und Ricciardo da vorne, die sehe ich zwar, nicht nur auf der Map, sondern auch so, aber überholen werde ich sie leider nicht. Da vorne sind die beiden. Leider zu weit weg. Es wird ein 17. Platz werden. In Suzuka. Die Strecke mit den meisten Kurven, oder? Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber gefühlt sind das 150 Stück. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, reicht doch. Okay, ist doch eh die letzte Runde. Vordermann beträgt 4,1 Sekunden. Wir holen auf, aber leider zu spät. Die Aufholjagd kommt leider zu spät. Die hätte schon mal in Runde 4 beginnen müssen. Die hätte in Runde 4 beginnen müssen. Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis, macht damit also einen großen Schritt in Richtung Weltmeistertitel. Aber auch da ist, glaube ich, noch nichts entschieden. Der liegt, glaube ich, ganz eng zusammen mit Vettel und Bottas. Bei den Konstrukteuren sowieso. So, unser Teamkollege holt, glaube ich, auch ein paar Punkte. Der wird 6. oder 7. Nee, 7. ist das, glaube ich, oder? Ich glaube 7. Robert Kubica 2,8 Sekunden, lol. 2 Sekunden aufgeholt.
aber halt auch leider zu spät. Das ist das Problem. 5,7 Sekunden vor Sainz, 17. Platz in Suzuka, leider wieder ein bisschen enttäuschend, aber gut, nach vorne gucken. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich verdient. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, für den einen war es ein gutes Rennen, für Hamilton, der ist von der Pole ins Ziel gefahren, 26 Punkte und Vettel ist von der 13 gestartet. Das hat mich wirklich gewundert, also entweder ist er strafversetzt worden oder er ist wirklich schlecht gefahren im Qualifying. Naja, unterm Strich hat Lando Norris ein paar Punkte geholt für McLaren und wir sind ja immerhin vor Sainz und Russell und Giovinazzi, das muss man auch immer mal positiv sehen. Obwohl natürlich von der 10 gestartet hätte ich mir schon er hofft, dass wir ein bisschen weiter vorne gelandet werden. Aber auch Leclerc ist von der 2 auf die 10 gefallen. Also für den war das auch nicht so ein gutes Rennen. Schauen wir kurz auf die Rangliste drauf. Hamilton jetzt 20 Punkte vor Vettel. Wir bleiben 7. Und unser Team bleibt auch immer noch 4. Vor Racing Point und Haas, Renault, 8. Toro Rosso, Alfa Romeo und Williams mit 12 Punkten an letzter Position. Na gut, also. Das war das Rennen von Japan. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Grand Prix wieder mit dabei, wenn es hoffentlich wieder ein bisschen besser läuft. Ist ja immer so bei uns, dass es mal ein bisschen Höhen gibt und mal ein paar Tiefen. Und jetzt schauen wir, dass wir im nächsten Rennen wieder ein paar Höhen haben. Also, macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.